Hallo und willkommen bei diesem Tutorial. Heute erkläre ich, wie wir die Verbindung zwischen einer Metzler Funkklingel und einem Funkgong, der batteriebetrieben ist, aufheben. Dieser Vorgang kann vielfältige Gründe haben. Erstens, wir wollen eine andere Melodie auswählen oder wir wollen diesen Funkgong auf eine andere Klingel programmieren oder wir wollen Störungen im System beseitigen. Hierfür nehmen wir als allererstes eine Batterie aus dem Funkgong heraus. Nun, die Batterie ist draußen, er hat also momentan keinen Strom. Drücken wir die Setup-Taste, das ist die Taste mit dem Zahnrad, und halten diese gedrückt. Die Taste ist noch gedrückt und wir legen die Batterie ein. Nun, wir haben gehört, die Melodie hat sich geändert. Die Frequenz hat sich geändert, die LEDs haben auch anders aufgeleuchtet. Er ist also nun getrennt von der Funkklingel. Nun können wir die Batterieklappe wieder schließen und wir können ihn nun ganz neu mit der Funkklingel verbinden. Bei diesem Vorgang können wir natürlich unsere Melodie ändern und wir geben dem System vor, dass der Sender eine andere Frequenz, ein anderes Signal nutzt, um so Störungen vorzubeugen oder zu beseitigen. Als allererstes, um die Verbindung wiederherzustellen, wählen wir wieder unsere Melodie aus. Diese können wir einfach auswählen, indem wir immer wieder die Melodietaste mit dem Notenschlüssel drücken. Wenn wir nun eine Melodie gewählt haben, die uns gefällt, können wir mit der Lautstärke-Taste die Lautstärke ändern. Nach jedem Druck ändert sich die Lautstärke. Nun haben wir die Melodie sowie die Lautstärke ausgewählt. Um die beiden Elemente nun erneut zu verbinden, drücken wir die Zahnrad- sowie die Melodietaste gleichzeitig und halten diese gedrückt, bis die LEDs anfangen zu leuchten. Nun, die LEDs leuchten, der Gong hat einmal ein Signal gegeben. Nun drücken wir die Metzler Funkklingel. Der Gong hat nun nochmal signalisiert, dass er das Signal erhalten hat. Um den Vorgang nun abzuschließen, drücken wir noch einmal die Setup-Taste. Das ist die Taste mit dem Zahnrad. Die LEDs haben aufgehört zu leuchten. Das System ist nun verbunden. Wenn wir nun die Klingel betätigen, nun funktioniert alles.